Die IBS Plus GmbH in Geislingen an der Steige ist eine hundertprozentige WMF-Tochter. Das noch junge Unternehmen bietet seine Kapazitäten im Werkzeug- und Betriebsmittelbau auch extern auf dem freien Markt an. Warum die Verantwortlichen dabei auf das Softwarepaket PEPS von Camtec setzen, schauen wir es uns an. Das ungewöhnlich breite Spektrum der bei IBS Plus gefertigten Werkzeuge reicht von Gesenken für hochwertige Messer über Stanzwerkzeuge bis zu Ziehwerkzeugen für Kochtöpfe. Aber auch komplexe Einzelstücke oder Kleinserien werden im Kundenauftrag gefertigt. Scott Herr Sparinger, Sie sind Leiter Konstruktion und Vertrieb bei der IBS Plus GmbH. Wo sehen Sie die besonderen Stärken Ihres Werkzeug- und Betriebsmittelbaus? Ja gut, die IBS Plus ist ja eine 100% Tochter der WMF und die WMF hat schon immer viele Produkte aus dem Edelstahlbereich gemacht. Also im Bereich Edelstahl sind wir einfach, möchte ich sagen, gut aufgestellt. Das Drahterodieren war Ausgangspunkt des Einsatzes von PEPS bei IBS Plus. Speziell einige der älteren Anlagen stellen sehr hohe Ansprüche an die Programmierung. Inzwischen sind aber auch alle Fräsmaschinen, die NC-fähig sind, in die Programmierung über PEPS eingebunden. Sie arbeiten ja schon länger, sehr viel auch für externe Kunden. Inwiefern hilft Ihnen da PEPS beim Programmieren, beziehungsweise was sind die Stärken von diesem Programmpaket? Ja gut, angefangen hat es, oder der Grund, wieso wir PEPS wollten, ist, dass das System offen ist, auch für nicht nur für Erodieren, sondern auch für andere spannende Bearbeitungen, wie zum Beispiel fürs Fräsen, wo wir es jetzt zurzeit einsetzen. Dann ist es so, dass PEPS natürlich viele Datenformate lesen kann und auch viele Datenformate eben weiter bearbeiten kann. Die Simulation an PEPS ist uns ganz wichtig, dass wir eben Sicherheit haben. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass man langsam Maschinen einführt und erst ausprobiert, sondern wir müssen ziemlich schnell zur Leistung kommen und zur Produktion. Mit PEPS bietet das Systemhaus Camtec ein modular aufgebautes Softwarepaket, das sich individuell an den Nutzer anpasst und unter anderem ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Simulation bietet. Die Stärken des offenen Systems zeigen sich aber beispielsweise auch bei der Rückführung von Daten, etwa für Reparaturen. Gerade bei Softwaresystemen ist es wichtig, den richtigen Partner zu haben. Einen, der, wie Camtec, die Sorgen und Nöte seiner Anwender ernst nimmt, der dabei hilft, die täglichen Herausforderungen schnell und effizient zu bewältigen und der einen auch dann begleitet, wenn man die Schritte in eine neue Bearbeitungstechnologie wagt. Dazu kommt, dass PEPS ein sehr offenes System ist, mit sehr gut entwickelten Schnittstellen sowohl zu Konstruktionssystemen als auch zu den Maschinen. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen bei IBS Plus darüber nachdenken, neben dem Fräsen und dem Drahterodieren auch noch weitere Bearbeitungstechnologien künftig über PEPS abzudecken.